60 Kunstlehrer aus ganz Sachsen sind in der vergangenen Woche in Zwickau zu einer Fortbildung zusammengekommen. Zwar sind Lehrgänge an sich nichts Weltbewegendes, doch diese Tagung stellt eine Besonderheit dar. Die Zusammenkunft gibt es seit mittlerweile 60 Jahren und das wurde im Bürgersaal des Rathauses gefeiert. Mit Kunst, versteht sich. Auf diesen Mann geht die Tagungsreihe zurück. Günter Paul hat vor 60 Jahren das erste Treffen initiiert und diese Idee lebt heute noch. Entsprechend freudig wurde der begabte Lehrer von seinen Kollegen begrüßt. Die Idee hinter dem Sommerkurs Kunst ist, Kunsterzieher und Künstler der Region zusammenzubringen. Der Sommerkurs Kunst ist ja ein sehr praktisch angelegter Kurs, bei dem es darum geht, dass Künstler, professionelle Künstler der Region für die Kunsterzieher da sind, ihnen Ideen, Impulse geben, Ideen vermitteln, Techniken zeigen, sie betreuen beim eigenen künstlerischen Arbeiten, sodass die Kunstlehrer da mit neuer Motivation, mit neuen Ideen, mit neuem Wissen auch dann wieder hinausgehen können in den Unterricht und dann das auch an die Schüler weitergeben können. Wir haben die Ausstellung auch wechselweise genannt, weil eben so ein wechselweiser Kontakt ganz wichtig ist zwischen dem Künstler, dem Kunstlehrer und dann später auch hin zum Schüler. Oder wie es eine Teilnehmerin so treffend sagte, manchmal wirft man einen Blick in den Lehrplan und fragt sich, wie man dieses oder jenes Thema am besten an die Schüler vermitteln könnte. Dieser Austausch soll dabei helfen, neue Ideen zu finden. Das geschieht in der Regel in den verschiedenen Workshops. Dieses Jahr gab es zum Beispiel einen Workshop zum Zeitungsthema. Da hat man mit Papier, mit Zeitung gearbeitet, hat daraus Objekte gebaut und verschiedene Werke kollagiert, Bilder produziert. Manche haben mit Holz gearbeitet, Holzskulptur unter Anleitung von Siegfried Otto Hüttengrund, einem sehr bekannten Künstler hier der Region. Der hat auch schon Holzriss vermittelt sozusagen, dass die Kunstlehrer diese Technik ausprobieren konnten. Dann gab es auch Drucktechniken, experimentelle Drucktechniken in Richtung Siebdruck, auch mit Maike Georgi. Und es gab auch einen freien Zeichen- und Kurs, wo auch dann kollagiert wurde mit Regina Franke. Andere Künstler, die hier schon gearbeitet haben, also wenn ich zum Beispiel gearbeitet habe, gab es in Richtung Malerei einiges und Experimentelles. Wir haben auch schon Performance gemacht, weil in der Schule geht es ja auch um die modernen Kunstformen, die aktuellen. Und da spielt natürlich Aktionskunst eine große Rolle. Es gab aber eben auch schon Kurse, wo eben auch gemeinsame Objekte gestaltet wurden. Und es gab auch Feiern über viele Jahre, die dann, also Abschluss feiern, wo eben dann die Gruppen sich jeweils was Nettes ausgedacht haben und irgendwas Überraschendes geboten haben, auch für die anderen. Und so gibt es also ganz viele verschiedene Techniken und es gibt auch jedes Jahr ein anderes Thema. Der Festakt zum 60. Bestehen dieses Kurses begann mit einer Performance, die all die Themen und Veranstaltungsorte der vergangenen Jahre noch einmal in Erinnerung rief. Es ging los mit Quedlinburg und verschiedenste Städte, ist also durch Sachsen gewandert. Früher, 57 zum Beispiel, war es, glaube ich, in Quedlinburg. Da ist auch das Bild her von Günter Paul, ist dort entstanden in der Altstadt in Quedlinburg. Ansonsten waren wir schon in Lichtentanne gewesen, sehr oft in Zwickau an verschiedenen Orten. Und zurzeit sind wir eben in der Landwirtschaftsschule in Zwickau hauptsächlich tätig. Zum 60. Jubiläum passend konnten zum diesjährigen Sommerkurs 60 Teilnehmer begrüßt werden. Am Ende gingen alle wieder mit neuen Ideen und Anregungen auseinander, auf deren Umsetzung im Unterricht sich die Schüler ab dem neuen Schuljahr freuen können.